Cream Color Base, Bronzing Powder, Tint, sonnengeküssten Teint. Hi, ich bin Christina und ich zeige euch heute meine Version von gebräunter Haut ganz ohne Sonne. Ich trage die Cream Color Base genau auf dem Apfel der Wange auf, kommt ein wenig auch über die Schläfen und endet wieder auf dem Apfel. Give Me Sun Bronzing Powder ist ideal, um dem Gesicht den sonnengeküssten Effekt zu verleihen. Mit einem ganz weichen Pinsel tragt ihr den Puder genau dort auf, wo die Sonne auch wirklich das Gesicht trifft. Dabei zu beachten ist, dass ihr das wirklich alles ganz, ganz soft macht. Ein ganz bisschen auf den Nasenrücken, auf die Stirn. Dort kommt ja für gewöhnlich am meisten Sonne hin. Nutze ich Luna Cream Color Base und setze etwas Licht mit in das Make-up. Denn überall, wo ihr Schatten setzt, solltet ihr dran denken, auch etwas gegenzuwirken und Licht zu setzen. Das wird genau auf dem Wangenknochen aufgetragen. Als letzten Schritt nehme ich Cream Color Base Tint mit einem ganz weichen Pinsel und setze das Produkt leicht unter den Wangenknochen, sodass wir eine angedeutete Kontur bekommen. Bei heller Haut ist es wichtig, dass ihr euch für Produkte entscheidet, die mehr Taupe-Anteil besitzen als zu viel Rotanteil. Und jetzt haben wir einen wunderschönen, sonnengeküssten Teint.